Ein frostiges Hallo und herzlich willkommen hier bei Ubi Tested. Die Sonne scheint zwar, es hat aber auch kräftig hier in Oberbayern geschneit und die Außentemperatur aktuell sagt minus 6 Grad. Es ist also Winter bei mir hier in Oberbayern und mit mir vor der Kamera heute steht der Kia Niro. Den Kia Niro habe ich euch bereits allerdings schon einmal vorgestellt und zwar als vollelektrische Variante. Und hier steht jetzt der Einstieg in das Kia Niro Programm vor der Kamera, der Kia Niro Hybrid. Wir fahren hier die Vollhybrid-Variante. Es gibt noch einen Plug-in-Hybrid. Der Vollhybrid besitzt unter der Motorhaube einen 1,6 Liter großen Vierzylinder-Saugmotor, der unterstützt wird von einer Elektromaschine. Wir haben auch eine kleine Antriebsbatterie, die allerdings nur maximal 1,32 Kilowattstunden groß ist. Zusammen hat dieses Kraftpaket eine Leistung von 141 PS und es werden die Vorderräder lediglich angetrieben. Das kann allerdings entweder der Elektromotor übernehmen, den Vortrieb, oder aber der Verbrenner oder beide gemeinsam. Also das soll heute ein kleines Effizienzwunder hier werden auf unserer Verbrauchsrunde. Das wollen wir natürlich herausfahren. Wie immer 50% Überland, 40% Autobahn, VMAX 140, 10% Stadtverkehranteil. Das ist unsere immer gleiche Verbrauchsrunde. Die musste auch der vollelektrische Kia Niro absolvieren. Das heißt, wir werden heute mal so ein bisschen die Vergleiche ziehen zwischen der elektrischen Variante, der Top-Variante und eben der Basis, dem Vollhybriden. Warum gibt es tatsächlich unterschiedliche Antriebe auf dieser Bodengruppe? Wie fährt sich der Kia Niro als Vollhybrid-Variante? Wie sind hier die Platzverhältnisse? Was kostet er? Was verbraucht er? All das werdet ihr erfahren, wenn ihr heute dran bleibt. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich freuen über ein Abo und ein Like des Videos, vor allem aber euren Kommentar unten in der Kommentarbox, sodass wir am Ende des Videos auch über den Kia Niro Hybrid diskutieren können. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit mir, dem Ubi, und dem Koreaner mit Vollhybridantrieb. Aufmerksame Zuschauer des Kanals Ubi Tested wird nicht entgangen sein, dass der Kia Niro schon einmal hier vor der Kamera stand, und zwar als vollelektrischer Kia Niro EV. Heute steht mit mir eben vor der Kamera die Vollhybrid-Variante und auch der sieht man sofort an. Moment mal, auf den ersten Blick sehen die Fahrzeuge ja komplett identisch aus. Das ist auch absolut richtig und auch so gewollt. Warum denn dies so ist, das ist ganz klar, denn der Kia Niro steht auf einer sogenannten Multi-Solution-Plattform, also einer vielseitig einsetzbaren Bodengruppe, die sowohl Verbrenner als auch elektrifizierte Antriebe oder vollelektrische Antriebe tragen kann. Und das macht den Kia Niro so vielseitig und vor allem auch durchaus so beliebt bei vielen Käufern oder vor allem natürlich auch bei den Händlern der Kia Motor Group, denn natürlich ist ein großer Vorteil, man kann hier mit dem Kia Niro sowohl die Verbrennerfraktion als auch die Elektrofraktion sehr gut bedienen. Und der Kia Niro ist ja auch ein bekannt dafür schon in der ersten Generation gewesen, dass es eben mit dieser Multi-Solution-Plattform ein durchaus gutes Spektrum an Antrieben gibt, die sowohl eben mit Verbrenner als auch im vollelektrischen Bereich wirklich gut funktionieren. Wir schauen uns heute, wie gesagt, die Vollhybrid-Variante an, die ich persönlich besonders attraktiv finde. Zum einen ist sie preislich der Einstieg in den Kia Niro. Zum anderen ist sie die unproblematischste Antriebsvariante, denn man kommt eben für viele Kunden, die jetzt erst sich ein neues Auto kaufen, kommen in den Genuss eines zum Teil elektrischen Fahrens, zum Teil eben aber auch noch weiterhin in den Genuss dieses komfortablen Bewusstseins, lange Reichweiten zu fahren, das normale Tankstellennetz weiterhin zu nutzen oder aber eben Kunden, die sagen, sie wollen schlicht und ergreifend keine vollelektrische Variante fahren. Die vollelektrische Variante zeichnete sich ja bereits durch viele positive, aber auch einige negative Aspekte aus, wie etwa dem 400-Volt-System, dadurch, dass eben auch der Antrieb nicht allzu schnell bei der Ladegeschwindigkeit ist. Das Thema ist heute keines,
denn wie gesagt, wir fahren hier mit Benzin, haben zwar einen kleinen Akku an Bord, der allerdings durch den Verbrennungsmotor und durch die Bremsenergierückgewinnung mit Strom und Energie sozusagen versorgt wird und der dann eben auch es ermöglicht, kurze Strecken von 1 bis maximal 2 Kilometern rein elektrisch zurückzulegen. Dass dies bei Vollhybriden einen sehr hohen Anteil sogar an elektrischem Fahren ausmacht, konnten hier schon einige Modelle, wie zum Beispiel der Honda Jazz, hier erfolgreich zeigen. Heute soll es eben auch der Kia Niro tun. Schauen wir uns zunächst einmal äußerlich die Unterschiede an. Und da gibt es im Grunde genommen nur einen, und zwar an der Frontmaske gibt es hier beim Hybridmodell eben größere Lufteinlässe, vor allem an der Kia-Nase, die wir hier sehen. Da ist eben keine geschlossene Einlage wie beim EV-Modell, sondern da ist ein weiterer zusätzlicher Lufteinlass für den Verbrennungsmotor. Weiterhin unverändert bleiben die Abmessungen des Kia Niro auch als Hybrid-Variante. 4,42 Meter ist das Fahrzeug lang, ist 1,83 Meter ohne Außenspiegel breit und 1,56 Meter hoch. Hinter der elektrisch öffnenden Heckklappe verbirgt sich beim Hybrid ein leicht kleinerer Kofferraum als beim EV-Modell. 451 Liter sind es eben beim Hybridmodell. Die vollelektrische Variante bietet hier über 470 Liter Stauraumvolumen. Woran liegt es? Eben daran, dass hier in dem Hybridmodell zusätzlich eben zu den Antriebskomponenten wie Auspuff und so weiter eben noch die Antriebsbatterie hier untergebracht werden muss. Somit fehlt etwas Bauraum im doppelten Laderaumboden. Wenn die Rücksitze umgelegt sind, gibt sich ein Laderaumvolumen von maximal 1445 Liter. Ein größerer Unterschied macht die Anhängelast aus, denn der Hybrid darf 1300 Kilo an den Haken nehmen, während die vollelektrische Variante lediglich 750 Kilo ziehen darf. Die Stützlast hier beim Hybrid liegt bei 75 Kilo, ein guter Durchschnittswert, würde ich sagen. Beim Blick auf den Instrumententräger, auch dann keine großen Unterschiede hier, sofort ersichtlich zu dem vollelektrischen Kia Niro EV. Wir haben hier ein voll digitales Kombi-Instrument und einen großen Mediabildschirm. Beides schön mit einem Tableau miteinander verbunden. Das sind zwei unterschiedliche Displays, leicht in ihrer Höhe unterschiedlich angeordnet. Wir haben zusätzlich noch ein sehr gutes Head-Up-Display, was seine Informationen in die Windschutzscheibe projiziert. Zudem haben wir auch hier wieder dieses clevere Steuerungsmodul, das sich auf Knopfdruck zwischen Klima und Schnellwahltasten hier hin und her bedienen lässt, finde ich auch sehr gut. Ebenfalls an Bord Kia Connect, damit weitere Konnektivitätsmöglichkeiten über eine Fahrzeug-App können dann eben bestimmte Parameter hier ausgelesen werden. Natürlich kann mit der Kia Connect-App deutlich mehr beim EV-Modell gemacht werden, wie eben eine Vorkonditionierung des Innenraums, was hier beim Hybridmodell leider nicht möglich ist. Also eine Standheizung müsste man dann hier entsprechend nachrüsten. Da ist natürlich das Elektromodell im Vorteil. Hier ist eine elektrische Heizung vorhanden. Eine elektrische Heizung gibt es hier auch nicht im Niro Hybrid, was natürlich dann wiederum im Winter, wo wir jetzt uns befinden, den Nachteil hat, dass eben der Verbrenner oftmals laufen muss, um eben Wärme für den Innenraum zu schaffen. Hier hätte ich mir gedacht, dass man einen elektrischen Zuheizer vielleicht verbauen könnte. Dann könnte man ja aus dieser Antriebsbatterie ein bisschen Strom entnehmen und hier dann eben den Innenraum besser temperieren oder auch heizen oder klimatisieren. Wir haben ein Zwei-Speichen-Lenkrad, auch das ist bekannt. Wir haben hinter dem Zwei-Speichen-Lenkrad zwei Schaltpedal. Das eine eben links Minus, rechts Plus. Damit können wir die Rekuperationsleistung des Hybridantriebs, also der Elektromaschine, steuern. Wir haben 4 Hybrid- oder Rekuperationsstufen. Wir haben die Möglichkeit, nur eine leichte Rekuperation zu haben. Eine wirkliche Segelfunktion gibt es nicht. Dann 1, 2 und 3 oder im maximale Rekuperation, wobei wir immer noch auf maximaler Rekuperation weit weg vom iPedal sind, das heißt also vom One-Pedal fahren. Das Fahrzeug wird nicht bis zum Stillstand abgebremst beim Rekuperieren. Die Verarbeitung hier beim Kia Niro
Hybrid ist wie bei der elektrischen Variante durchaus gut. Nichts klappert, nichts knarzt. Und das muss ich jetzt auch dann hier erwähnen. Unser Testwagen nämlich ist über 1,5 Jahre alt, hat jetzt gut 33.000 Kilometer gelaufen und sieht hier wirklich immer noch top aus. Die Materialien, hier wirkt nichts abgenutzt. Selbst der Lenkranz sieht immer noch frisch aus. Und auch die Lederpolsterung, die hier ist, aus einem veganen Stoff. Da muss man sagen, alles einwandfrei. Hier sieht alles absolut neuwertig aus. Und das sieht man so auch ganz selten, denn so ein Auto geht ja hier durch sehr, sehr viele Hände, wird natürlich auch regelmäßig gewartet, ganz klar, aber dennoch, Abnutzungserscheinungen fallen ja bei einer solchen Laufleistung durchaus schnell einmal auf. Kommen wir jetzt zum wohl wichtigsten Part hier bei diesem Review, und zwar dem Antrieb. Der Kia Niro EV besitzt unter seiner Motorhaube wirklich noch einen Motor, nämlich einen 1,6 Liter Vierzylinder Saugmotor, der 105 PS in seiner Spitze leistet. Zusätzlich wird er gekoppelt an eine Elektromaschine, die gut 42 PS zur Verfügung stellt, und wir haben ein 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, was für die Kraftübertragung hier zuständig ist. Der Elektromotor hat eine sogenannte Puffer-Antriebsbatterie, die eine maximale Kapazität hier von 1,32 Kilowattstunden hat und 34 Kilo schwer ist. Damit ermöglicht es dem Kia Niro EV eine elektrische Reichweite von ungefähr 1 bis 2 Kilometer umzusetzen. Das sorgt dann immer, vor allem gerade im Stadtverkehr natürlich, für eine deutliche Verbrauchsreduzierung und auch immer wieder für ein elektrisches Fahren, selbst im Überlandverkehr. Auf der Autobahn kann das Fahrzeug sogar bis 120 Stundenkilometer maximal elektrisch unterwegs sein. Also auch hier eine deutliche Entlastung soll dieser elektrifizierte Antrieb eben beim Verbrauch sorgen. Und das ist natürlich sehr interessant, vor allem wie hier das Zusammenspiel zwischen Verbrenner und Elektroantrieb funktioniert. Und da muss ich gleich sagen, das funktioniert hervorragend und quasi absolut unmerklich. Der Motor ist sehr, sehr gut gekapselt. Man hört ihn lediglich, wenn er eben Leistung abgerufen wird und eben auch den Akku der Batterie mit Energie versorgt. Dann hört man, dass er in einem höheren Drehzahlbereich gehalten wird, um eben genügend Energie für Vortrieb und Stromversorgung zu liefern. Das stört den ein oder anderen dann akustisch immer mal wieder, denn das ist dann so ein bisschen so ein Trommeln. Wobei ich aber sagen muss, das ist deutlich lauter bei den Toyota-Hybridmodellen etwa. Da hört man dann den Antrieb deutlich stärker, als es jetzt hier Kia umgesetzt hat. Wenn natürlich der Verbrenner aus ist, dann ist hier drinnen auch komplett Ruhe. Dann fährt sich das Auto quasi wie ein Elektroauto und lässt sich auch so entsprechend angenehm hier fahren. Das heißt also, das Anfahren ist durchaus kraftvoll, ohne irgendeine Verlustleistung zu spüren. Man hat hier einen direkten Umsatz der Energie. Das macht schon richtig Spaß. Auch das Rekuperieren ist entsprechend, kann stark oder eben leicht sein. Also alle Vorteile, die im Prinzip auch das Elektrofahrzeug hier bietet, kann der Kia Niro abrufen, trotz dieser kleinen Batterie und des eher schwachen Elektromotors. In der Praxis ist eben die Möglichkeit hier immer wieder gegeben, dass der Verbrenner sowohl die Antriebsachse alleine füttert oder aber eben zusätzlich Energie von dem Elektromotor bekommt oder aber eben rein der Elektromotor die Vorderachse antreibt. Das entspricht oder regelt selbstständig die Elektronik, genau so, wie es gerade der Füllstand der Batterie zulässt. Die Batterie wird immer auf 40-50% von der Energie in dem Akku wird maximal genutzt. Warum nicht vollständig? Ganz einfach, denn das Fahrzeug hat ja eine sogenannte Systemleistung von eben 141 PS und 265 Newtonmeter. Nur mit dieser Hybridleistung kann das Fahrzeug dann die entsprechenden Fahrleistungswerte komplett umsetzen. Bedeutet,
in 10,8 Sekunden von 0 auf 100 sprinten oder aber auf der Autobahn 162 Stundenkilometer Vmax unterwegs zu sein. Und genau das ist der wichtige Punkt. Ist die Akkubatterie leer, wenn man eben Dauervollgas fährt, dann ist auch die Höchstgeschwindigkeit nicht bei 162 Stundenkilometern, sondern liegt dann bei ungefähr 150 Stundenkilometer, weil dann eben der Antrieb nicht so viel Kraft hat, um das Fahrzeug hier gegen den hohen Luftwiderstand anzutreiben. In der Praxis muss ich aber auch sagen, wenn man jetzt kein Vollgasfahrer auf der Autobahn ist, wird man nie in den Bereich des Leistungsverlustes oder eben nur der Antriebsleistung des Verbrennungsmotors kommen. Der Elektromotor wird immer genügend Kraftreserven haben, um über Überholvorgänge oder auch zügige Autobahnfahrten auch über einen etwas längeren Zeitraum mit 160 km/h definitiv darstellen zu können. Wie schon gesagt, akustisch ist das auch alles sehr gut gedämmt hier, sowohl antriebstechnisch als auch von den Luft- und Abrollgeräuschen ist das hier sehr gut umgesetzt. Das Fahrwerk ist merklich komfortabler gegenüber der vollelektrischen Variante, die hier deutlich straffer wirkt, weil sie eben auch gut 200 Kilogramm mehr auf den Rippen trägt. Und da eben das Fahrwerk deutlich straffer arbeiten muss, um hier nicht durchzuschlagen, hat hier der Niro mehr Federweg und kann hier besser arbeiten und kann natürlich auf schlechten Untergründen hier ein deutlich komfortableres Fahrwerk oder ein deutlich komfortableres Fahrerlebnis bieten. Die Lenkung bleibt weiterhin leichtgängig, ohne wirklich große Rückmeldung zu bieten. Sie ist in der Stadt eher angenehm, weil sehr leichtgängig. Dadurch lässt sich das Fahrzeug angenehm zirkeln. In Kurven ist es angenehm, aber wie gesagt, hier würde man sich durchaus etwas mehr Feedback von der Straße wünschen, damit man dann vielleicht noch ein bisschen mehr Fahrspaß haben kann. Die Kraft ist völlig ausreichend, eben hier, wie schon gesagt, von 141 PS. Im Alltag völlig in Ordnung. Die 200 PS der Elektrovariante schieben deutlich besser an. Das ist ganz klar. 3 Sekunden ist der auch schneller von 0 auf 100. Bei der Höchstgeschwindigkeit liegen sie beide ungefähr gleich auf. Aber ich muss sagen, mir fehlt jetzt hier mit diesem Leistungspaket des Hybrids ehrlich gesagt nichts. Die Assistenten sind hier auch alle vorhanden, wie man sie auch kennen von der elektrischen Variante. Wir haben eine aktive Spurhaltung, wir haben eine tote Winkelüberwachung, allerdings eben nicht, wie wir es sonst bei Kia kennen, mit dem Kamerabild hier im Kombi-Instrument. Das gibt es hier nicht. Dennoch eine tote Winkelüberwachung, dennoch Notbremsassistent, Notbremsfunktion. Wir haben eben Abstandsregeltempomat, all das ist hier auch vorhanden, also alles hier durchaus sehr positiv. Deshalb würde ich jetzt sagen, wir kommen zum Fazit und schauen natürlich jetzt ganz wichtig auf das Thema Verbrauch, Kosten und mach mal meine persönliche Meinung. Bis gleich. Ja, kommen wir zum Fazit mit dem Kia Niro Hybrid. Ein in meinen Augen richtig gut gemachtes Auto, vor allem schön für den Alltag. Die Abmessungen gefallen mir gut. Das Auto ist angenehm handlich. Allerdings hat es einen etwas hohen oder großen Wendekreis, sage ich jetzt einfach mal. Damit muss man dann vielleicht auch erst einmal zurechtkommen. Also in der Stadt muss man da vielleicht mal das ein oder andere Mal umsetzen. Ist ein bisschen schade für so ein kompaktes Fahrzeug. Nichtsdestotrotz beeindruckt der Kia Niro hier vor allem mit echt guter Qualität. Und Qualität auch in dem Fall zeigt sich hier bei unserem Testwagen. Der hat 33.000 Kilometer gelaufen, ist 1,5 Jahre alt, ist also durch viele Hände hier schon gegangen. Und Abnutzungsspuren erkennt man an dem Fahrzeug hier wirklich nicht. Also auch da zeigt sich echte gute Qualität. Wir haben alle möglichen Assistenzsysteme an Bord, jede Menge Komfortfeatures. Natürlich ist das Auto in diesem so wie er dasteht, voll ausgestattet. Dann hat er auch einen recht hohen Preis. 41.600 Euro ist der Listenpreis hier für unseren Testwagen. Los geht's bei rund 33.000 Euro für den Vollhybriden. Der Unterschied zur vollelektrischen Variante, die wir schon hatten, jetzt kommen wir Vollausstattung gegen Vollausstattung nehmen. Da liegen gut 12.500 Euro Unterschied. Muss man jetzt auch erstmal sacken lassen.
sind also diese 12.500 Euro die vollelektrische Variante einem persönlich wert? Mir persönlich wäre er es nicht wert. Warum? Weil der Kia Niro jetzt nicht zu den Schnellladern gehört, weil die 200 PS jetzt auch nicht overwhelming sind, also mich von dem Hocker reißen, sondern sie beschleunigen zwar ganz ordentlich, ist natürlich ein bisschen mehr Leistung als die 140 PS Systemleistung, die der Vollhybrid leistet. Nichtsdestotrotz, mit 12.500 Euro Unterschied, da kann ich schon viel Benzin derzeit noch verbrauchen. Das muss man sagen. Zudem knausert der Vollhybrid ja auch mit Sprit. 4,2 Liter ist er angegeben im Durchschnitt. Das haben wir natürlich jetzt bei diesen Witterungsverhältnissen nicht geschafft, aber dennoch 4,7 Liter im Schnitt haben wir verbraucht. Das ist schon sehr eindrucksvoll auf unserer Verbrauchsrunde. Und wenn man jetzt eben bei knackigen Winterverhältnissen nur Kurzstrecke fährt, wo eben ständig die Batterie hier geladen wird mit dem Verbrenner und der Verbrenner auch läuft, damit eben die Heizleistung auch ordentlich vorhanden ist, dann kommen wir auf einen Durchschnitt von 6,1 Litern. Auch das finde ich sehr respektabel für das Fahrzeug und den Antrieb. Jetzt bin ich aber gespannt auf eure Meinung da draußen zum Kia Niro Vollhybrid. Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentarbox. Schreibt mir auch gerne mal, für welche Antriebsvariante ihr euch entscheiden würdet oder vielleicht sogar entschieden habt und warum. Ist es die elektrische Variante, ist es der Plug-in-Hybrid oder ist es der Vollhybrid? Meine Wahl wäre in der Tat der Vollhybrid nach diesem Test. Und ich bedanke mich fürs Reinklicken. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, sage Tschüss und Servus, euer Obi.